Hey Leute, dieser Moment, wenn zwei meiner besten Freundinnen, die beiden sagen, die kommen heute Abend spontan zu mir zu Germany's Next Topmodel schauen und ich muss noch putzen und so viel machen und kurz vor 8 sind sie bei mir. Oh Gott. Also ich habe gar keine Zeit, eine Story zu machen. Meine Haare sehen auch wieder Katastrophe aus, aber egal. Leute, ich wollte nur kurz mich melden. Ich weiß nicht, ob ich mich später noch melden werde, wenn sie nachher weg sind, aber nachher ist Friends Quality Time angesagt. Ich habe jetzt nur noch 1,5 Stunden Zeit, mich zu richten und ich sollte mich wirklich beeilen. Deswegen, ihr Lieben, werde ich mich auch schon wieder verabschieden. Vielleicht melde ich mich später bei euch. Der Tag war mega anstrengend. Ich bin erst jetzt vor kurzem nach Hause gekommen, vor 5 oder 10 Minuten. Oh Mann, ich bin fertig. Zurzeit ist meine Arbeit mein zweites Zuhause und das ist echt mega stressig. Ich habe um 7:30 angefangen und bin erst um kurz vor 6 fertig gewesen mit der Arbeit und erst jetzt eben zu Hause. Ich bin wirklich, ich kann nicht mehr. Also, da ich wirklich sehr wenig Zeit habe und 1,5 Stunden, die schon hier auf der Matte stehen werden, soll ich jetzt schnell mein ganzes Bett von den Klamotten befreien und dann noch das Bad putzen und überhaupt putzen und klar Schiff machen, damit ich einen guten Eindruck bei meinen Freunden mache. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ich muss jetzt echt loslegen. Die Zeit rennt und ich muss eben noch so viel machen. Ihr wisst Bescheid. Also, bis eventuell morgen, bis eventuell später. Bis dann. Ciao, ciao. Ihr seid der Hammer, das gibt's nicht. Euer Ernst? Es haben einfach schon 58 Leute meine Story gesehen. Ausgerechnet heute, wo mir meine Haare absolut nicht gefallen. Ich meine, wann gefallen sie mir mal? Also super selten. Oh mein Gott, Leute, nur noch morgen. Ich bin so glücklich. Und dann endlich, endlich. Wochenende, ich kann es gar nicht erwarten. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin, dran zu denken, morgen ist Wochenende. Meine lieben Freundinnen haben mich verlassen. Jetzt sitze ich allein vorm Fernseher und erzähle noch ein bisschen was, mache eine Story. Es war mega cool mit denen. Die sind einfach die besten Freundinnen. Ich habe natürlich auch andere coole Freundinnen, aber das sind die besten. Es war einfach cool, mal wieder mit denen zu quatschen über Gott und die Welt. Und ja, einfach, dass sie endlich mal mich besucht haben in meiner neuen Wohnung. Man muss natürlich noch viel in meiner Wohnung machen. Es ist einfach noch komplett weiße Wand. Das war wieder perfekt gedeutscht. Genau. Also nicht wirklich. Ihr Lieben, meine Freundin so, hey Chrissy, du kannst doch nicht immer sagen, Katastrophe. Ich muss sagen, es sieht katastrophal aus. Also muss ich jetzt katastrophal sagen. Ich weiß ja selber, dass es katastrophal heißt, aber ich sag immer so gern Katastrophe. Das passt einfach. Das ist so, ich komme aus Kasachstan, Russland und es passt, wenn ich sag Katastrophe. Also katastrophal. Warum glänze ich denn wie so eine Speckschwarte? Ich habe gar keine Gesichtscreme drauf gemacht, aber sollte ich mal wieder, trockene Haut und so. Ja, ihr Lieben, was soll ich euch noch erzählen? Wenn ihr wüsstet, wie mein Tisch aussieht. Katastrophe, wirklich. Dieser Moment, wenn irgendwas im russischen Fernsehen läuft, weil man einfach keinen gescheiten Musiksender im Fernseher hat und keinen Bock hat, einen Laptop jetzt ins Wohnzimmer zu schleppen, den anzuschließen und dann über den Laptop Musik laufen zu lassen, weil man eh weit vorher hat, schlafen zu gehen. Ich bin ja echt mal gespannt, wann ich es schaffe, meine Fingernägel zu machen. Die sehen immer schlimmer aus, die krachen immer mehr ab und ja, katastrophal sehen die aus. Oh Mann, das Wort, ich mag das nicht, das klingt so doof. Wir haben vorher Nudeln gegessen, beziehungsweise Lisa und Julia haben Nudeln gegessen. Ich habe meine Tortellini bestellt und die habe ich noch nicht gegessen. Ich überlege gerade, ob ich sie noch essen soll, obwohl ich extra Zähne geputzt habe vorhin. Extra wegen der Story, Leute. Das ist halt typisch ich, ne? Weil ich möchte ja schöne Zähne haben für meine Story. Ja, und jetzt überlege ich echt, ob ich die noch essen soll, weil ich habe vorher nur einen Salat gegessen und heute auch nicht viel. Und vorher war ich so müde und so platt und jetzt bin ich es gar nicht mehr. Jetzt denke ich mir so, hey, wo ist die nächste Party? Also am Samstag gehe ich auf jeden Fall feiern, hoffe ich, mit ein paar Freundinnen. Ich hoffe. Ja, und auf jeden Fall, das wollte ich noch sagen, ich bin jetzt eigentlich gar nicht müde, eigentlich, aber ich sollte schlafen gehen, weil ich es versuchen wollte, morgen mal früher bei der Arbeit zu sein. Ob ich das hinkriege, ich glaube es nicht. Ich wollte um 6 anfangen, um 3 nach Hause gehen oder 3:30. Ich bin so geschafft. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Diese Überstunden machen mich so fertig.
Kennt ihr das, wenn ihr eine Kette tragt und da sind so Steine rausgefallen? Das ist so ärgerlich. Ich liebe diese Kette, also diesen Anhänger, aber die Steine. Doof. Ich weiß halt nicht, ob ich sie dann noch tragen soll oder eher nicht, weil die Steine halt nicht mehr drin sind und das ist halt wirklich nicht mehr schön. Also es glitzert immer noch sehr schön und so, aber diese ganz vielen Steine sind halt draußen und das ist wirklich doof. Ich habe heute eine super Neuigkeit erfahren. Nächste Woche geht es weiter mit den Überstunden. Wir kommen einfach nicht auf das Limit oder auf das, was, also auf das, was wir erreichen sollen. Wir kommen da nicht hin. Naja, ich mache mir jetzt erstmal gar keine Gedanken drüber. Ich bin einfach froh, dass morgen Wochenende ist und morgen weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich muss mir noch einen Plan erstellen. Ich wollte mal morgen eventuell in die Stadt wegen der Brille. Ich brauche eine neue Brille, obwohl ich die ja echt mag, aber ich brauche eine neue Brille. Und ich habe einfach keine Ahnung, welche Brille mir steht, welche ich mir kaufen soll. Ich gehe jetzt erstmal. Ich hoffe, es kommt morgen eine Freundin mit. Julia, bitte komm mit. Oder Lisa, bitte. Allein ist so doof. Ah, jammern auf höchstem Niveau. Nee, aber allein habe ich keinen Bock. Aber mal gucken. Also, wenn die nicht mit können, dann werde ich wohl allein gehen müssen, ob ich will oder nicht. Das ist dann halt so. Ich brauche eine. Meine Augen, die sind so schlecht geworden. Also, ihr Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden. Ihr merkt schon, mein Blick ist wieder etwas müde. Also heute vielleicht nicht so extrem wie sonst. In einer halben Stunde ist Ende Gelände. Ich chill noch weg bei Instagram und dann werde ich schlafen gehen. Tut mir leid, dass ich jetzt nichts Produktives zu erzählen hatte, aber ihr wisst ja, mir Wayne, was andere denken. Ich erzähle über was ich möchte. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut, träumt süß. Bis morgen. Einen tollen Tag morgen. Ciao, ciao.